Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last Tinker. Ja, ihr Lieben, wir sind hier mit einem Kampf beschäftigt, der ganz schön anstrengend ist und den wir bis jetzt jedes Mal verloren haben. Es ist leider so. Unsere Aufgabe ist es halt eben, die zu vertreiben und dass die praktisch Selbstmord begehen und sich in dieses Wasser stürzen. Und das ist die Bleiche hier, die müssen wir bekämpfen. Und ich weiß nicht, der wievielte Anlauf das jetzt schon ist. Und komm schon, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Jawohl. Und deswegen, ich versuch's jetzt halt eben nochmal. So, hier runter, hier rauf. So, und jetzt will der wieder geklatscht werden. Okay. So. Sehr, sehr, sehr nice. Ach genau, jetzt sind da oben die wieder. So. Ist den Spinner noch. Und jetzt kriegst du wieder eine. Ja, 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 ja. Ihr habt ja keine Vorstellung. Ich fasse es nicht. Die letzte Folge war eine einzige Tortur für mich. Gut, dann haben wir das jetzt hier geschafft. Okay. Geh mal weg, ihr Blubber. Kommt hier auch nochmal Blubber oder ist das einfach nur ein weißer Streifen? Gut, ist einfach nur ein weißer Streifen. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Naja, nun, geh doch mal mit deinem Schild weg, ich sehe doch nichts. Was seid denn ihr für Kaspernasen? Ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen soll. Das weiß ich beinahe bei jeder Stage nicht, weil sie einfach... Komm, weg da. Da kommen jetzt Weise noch. Geh doch mal da raus. Ja, geh doch mal raus. Jetzt geht die Klopperei schon wieder los. Ach, nee. Hey. Bomber. Ja, Bomber. Was soll ich mit dem Bomber machen? Mit dem muss ich ja irgendwas machen. Wartet mal, den habe ich schon vermisst. Da steht sie jetzt und warten auf uns. Lasst mich doch mal durch. So, das wird nichts. Das wird nichts.
weiß doch gar nicht, was ich machen soll. Gelange zur Mittelinsel. Ja, Warte mal. Geht mal weg da. Die Sache ist ja nur. Nimm den doch mal! Moment. Da, so? Nee, gar nicht. Nimm ihn doch mal, bitte. Ja, mit ihm kann ich hier nichts anfangen. Bomber ist hier nicht richtig. Kann ich mir nicht vorstellen. Hier brauchen wir den Bix. Komm mal hierher. Komm mal hier. Bombo! Komm mal hier. Komm mal her. Ja, normalerweise ist doch das, wenn ich jetzt hier drauf drücke, kommt der Bix. Boah, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das tut mir echt super leid. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Und ja. Also ich weiß schon, was ich machen soll. Ich weiß nur nicht, wie ich mich gegen die ganzen Dinger hier wehren soll. Ich weiß nicht, ob es irgendwie... Nee. Ja doch. Ach, ich weiß was. Ja. Aber das geht doch gar nicht. Junger Mann. Ja, das ist ja doch auch so ein Kasper hier, ne? Lauf du doch mal. Ich komme doch hier so in Bedrängnis. Der will nicht laufen. Thank you.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ach, da krieg ich doch selber eine gebrummt. Hör das noch mal an hier, das kann's doch nicht sein. So viele. Ja! Das ist es schon wieder gewesen. Der Bomber muss da drüben in das Loch. So viel steht fest. Wo ist denn der? Ja, jetzt kriege ich schon wieder einen fragvollen Hof, weil die mich jetzt eingekeilt haben hier oder was? Ich. Mann! Ach, komm schon. Ich kann doch überhaupt nichts gegen die ausrichten. Ich kann noch nicht mal die Magie. Oder geht die nur, wenn die voll ist? Das ist, oder? Nee, oder wie? Ach man, ich habe keine Ahnung. Ich muss den Bomber hier hinten hinkriegen, aber wie denn bitteschön? Ja, und jetzt sind die gleich alle da. Oh mein Gott, nimm den doch mal da. Gut, jetzt ist er da drüben. Aber. Was ist das denn hier dauernd für ein Kasper? Bomber ist da drüben, ne? Ja. Ich weiß nicht, wo ich den hinbringen muss. Ich weiß nicht, was ich mit dem machen muss. Und ich weiß auch nicht, was das für ein komisches Teil hier ist. Ja, doch. Nee. So ist es nicht richtig. Was? Was trifft uns denn hier als... Ja, da kannst du drinnen bleiben. Oh. Also sprach Zarathustra. Nee, ihr möchtet mich mal in Ruhe lassen und ich möchte das mal jetzt hier hin. So. So, und jetzt kriegt er hier erstmal den Frack voll. Ja.
gut, jetzt ist der... Ja, Bomber, was machst du denn? Haut jetzt ab, Junge. Jetzt. Oh, wir sind fast tot. Ja, kommt mal hier runter. Okay, also, wenn diese jetzt nicht wieder regenerieren, dann wäre das richtig, richtig gut. Die Sache ist nur halt eben, hier passiert nichts. Okay, komm du mal. Ja, da brauche ich dich ja nicht. Dingsen. Aber wie soll denn der da rüberkommen? Moment mal. Moment. So, jetzt ist der da drüben. Allerdings, wenn ich hier jetzt F drücke, dann kommt der nicht. Ich brauche den großen, den Bix brauche ich. Ne, damit der hier durch die Spinnwebe läuft. Ja, genau. Aber wie kriege ich den denn hier rüber? Weil den. Nimm ihn doch bitte mal. So. Okay. Komm mit. Stell dich mal da drauf. Danke. Vielleicht kann ich den so da drüben hinbringen. Nein. Ah. So, warte mal. Okay, komm erstmal da runter. Ja, nach langem Hin und Her, ne? Geht es endlich weiter. Wartet, ich muss erstmal hier einsammeln. Hier ist ein Pinsel. Nehmen wir jetzt einfach ihn hier. Geh doch von ihm runter. Der geht nicht mehr von ihm runter. Hilfe. Jetzt. So, ab dafür. Machst du schön gut, junger Mann.
keine Ahnung, ob ich dich noch brauche, aber wenn, ich denke mal, dann kann man ihn wieder rufen. Oh, ich weiß nicht, ob es richtig ist. Was für eine Fahrt. Oh, hallo Affe. Was stand da jetzt? Endlich, lass uns jetzt Doc Brown suchen. Ja, sorry, es hat ein bisschen länger gedauert. Auch was zu sagen? Nö. Doc Brown ist da hinten. Hallo, Koru. Schön, dass du es hierher geschafft hast. Wir haben uns wegen der Panne mit dem Sprungfeld schon Sorgen um dich gemacht. Ach, das war eine Panne. Ach so, nennt man das heute. Siehst du, Papa? Koru wird mit allem fertig. Ja, schön, danke auch. Habt ihr mal auf die Uhr geguckt, wie lange das gedauert hat? Auch wir sind der Bleiche draußen auf der See begegnet. Papa war großartig. Ein Tentakel hat nach mir gegriffen und hätte mich fast erwischt. Aber dann kam Papa und hat ihm eins mit dem Ruder übergezogen. Und dann, danke mein Sohn, für uns alle war der heutige Tag ziemlich aufregend. Koru, ich denke, du solltest nun zu Doc Brown gehen. Mach dir keine Sorgen um uns. Nach dem, was wir gerade durchgestanden haben, wird uns so schnell nichts mehr Angst einjagen. Du! So, jetzt aber zu Doc Brown. Leckt mich im Ärmel. Hat so lange gedauert jetzt. Guten Tag. Koru, ich freue mich, dass es dir gut geht. Psst, auch nicht der schon bitte. Helfen Sie mir. Die beiden sind total verrückt. Ich glaube, du hast einen an der Klatsche. Und der grüne Geist ist bei euch. Ausgezeichnet. Aber fragen Sie nicht, was wir tun mussten, um ihn aus diesem Tempel zu kriegen. Naja, ging schon. Du wirkst ein wenig verstört, Grün. Nicht anfassen, nicht! Es sieht so ein bisschen aus wie eine Kaffeetasse. Alles macht ihm Angst. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Tja, das ist doch offensichtlich. Längerfristige Isolierung in einer kontrollierten Umgebung. Er fürchtet sich vor allem, was ihm nicht vertraut ist. Hey, ich kann sie hören. Gott. Aber das sieht ihm nicht ähnlich. Er war immer so neugierig. Nie hatte er vor etwas Angst. Kann er uns so helfen? Er hat vorhin dieses Zeitlupending gemacht. Nein, wir können uns nicht auf unkontrollierte Ausbrüche verlassen. Aber Rot hat mich auf eine Idee gebracht, die Grün helfen könnte. Wir müssen zu meinem Papierkissenboot. Okay, komm, ich folge dir ganz einfach, ganz unauffällig. Komm an Bord, wir nehmen Kurs auf die Windmühle. Okay. Dann ab dafür. Wir sind da, die große Windmühle. Was? Hier haben die Grünen früher große Mengen an Farbstaub gemahlen. Jetzt haben sie viel zu viel Angst vor diesem Ort. Okay. Hier ist meine Idee. Wenn Grün wirklich so wagemutig war, wie Rot behauptet, können wir seine Abenteuerlust mit einer Kletterpartie auf der großen Windmühle vielleicht neu entfachen. Natürlich wird das überaus gefährlich, aber das ist sozusagen der Sinn der Sache. Nun denn, ich will euch nicht länger aufhalten. Viel Glück, meine Freunde. Hals und Bein. Ja, meine Lieben, heute ein klein wenig kürzer, da hier tatsächlich mal ein Speicherstand erreicht ist. Und ich in Folge schon 4 oder 5 Folgen aufgenommen habe, weil ständig nicht gespeichert wurde.
Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar oder vielleicht auch ein Abo. Ciao.